macht euch bereit für die Geschichte des verlorenen Buches der Prophezeiung. Wahrlich, ein Buch voller Rätsel und Geschichten zukünftiger Ereignisse. In 3D. Viele wollten dieses Buch habhaft werden, um in Zukunft Dinge. Keiner der Besitzer dieses Buches ist jemals glücklich geworden. Muss am 3D liegen. Nach dem Grund fragst du, dieses Buch enthält fürchterliche Geheimnisse. Man nannte es das dunkle Prokikikikikiki und schloss es weg. Diese Geschichte erzählt von unserem letzten Besitzer und einer noch größeren Liebe. Großen Liebe, Dinge tun, lesen, Stärke sein. Oh shit, Mann. Was ist mit mir geschehen? Wo bin ich hier? Ihr seid erwacht, Prinzessin. Hä? Ich wusste es, das Buch ist ein einzig großes Fanfic-Buch. Bowser? Wieso sagen immer alle nur Hallo, Peach? Was geht hier vor sich? Graf, die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Oh shit, Super Paper Mario, willkommen zur neuen Let's Play Folge Shadow 5. Ich bin der Typ, der hier das erbet. Und ihr habt das Spiel nie fertig gespielt, möchte ich nur mal so betonen. Deswegen mal jetzt ein neues Spiel. Ihr wisst ja, ne? Kann ich mich eigentlich anders nennen? Ich glaube nicht. Ich könnte mich, glaube ich, mittlerweile nie mehr anders nennen. Smorf. Meinen Namen verwenden? Ja. Ist ja nicht so, als ob er Relevanz hätte. Speicher, Vorgang beendet. Geil. Ich glaube, ich muss auch hierzu nicht groß viel sagen. Ihr habt euch hier das LP gewünscht und ihr habt gesagt, so gut, machen wir halt. Also ruhig und friedlich, Bruderherz. Da kann man dann von Glück sprechen, dass wir so viel Ruhe und Frieden... Absolut friedlich. Fast schon ein bisschen langweilig. Da wünscht man sich fast... Kabums! Etwas, das uns aus den Socken haut. Wir haben Prinzessin Peach schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir den Palast besuchen. Das wäre mal eine gute Idee, oder? Schon eine ganze Weile her. Die Prinzessin würde sich bestimmt freuen. Ja, mei. Sehr italienisch, vor allem mein Akzent. Mario, Hilfe! Alter, geht er ab! Toad auf dem Dancefloor! Toad? Was ist denn mit dir passiert? Bist du völlig durcheinander? Ich drifte in Schweizerisch ab! Schockierend! Das war überfallen! Peach entführt! Ich tu mal so, als ob mich das schockieren würde. Das ist doch lächerlich. Sowas wäre ein Tatfähig. Na, wer wohl? Luigi, komm schon. Komm schon! Warte mal, natürlich. Jetzt weiß ich, wer hinter dieser Sache steckt. Ja, aber dieses Schurken. Dieses Banditos. Dann lass er mir nicht gefallen. Du bist doch gerne in seine Burg schleichen und die Prinzessin hätten. Los, Bruder, lass uns gehen. Und Toad denkt sich, okay, Bitch. Sehen auf dich, Mario, euch, Mario, Dinge. Ihr macht das schon. Glaube ich. Hört genau zu, meine Elite-Schergen. Oh Gott, Bowser sprechen wird mich eines Tages umbringen. Zeit, meinen großen Plan im Pilzpalast zu stürmen, die Tat umzusetzen. Heute ist der Tag, an dem die Prinzessin nur mir gehören wird. Und als Bonus werde ich die beiden Bärtigen in den Boden stampfen. Yay!
Ich hab gerade nicht gedacht, da sagt einer nur Hallo Bowser. Hallo Bowser. Wir werden angegriffen. Ihr seid schon Witzbolde. Moment mal, was? Ey! Hey, ihr haarigen Typen, Bock rasiert man sich. Mario und Luigi, wie seid ihr hier reingekommen? Was, mein Haupttor war nicht verschlossen? Was du Scheiße, Mann! Der letzte schließt ab, Mann! Jetzt hört aber mal die Luft an, Bowser. Wir wissen, dass du die Prinzessin gekidnappt hast. Was hältst du für... Wo hältst du sie versteckt? Sekunde, was? Wir waren doch gerade erst dabei, unseren... Mario, Hilfe! Oh shit, ich wusste schon immer, sie hat mehr auf dem Kasten. Beach. Knickety knack! Die Prinzessin wurde von Graf Knickknack geführt. Was? Sekunde, von wem? Von mir, Graf Knickwitz. Also, der Verstecker der dunklen Porta Knick. Brunokes dunkles Buch. Graf Knickwitz. Jene, diese Dimension prophezeit wurde, ist der Graf Knickwitz. Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht. Und wer redet hier noch vom Blödsinn, Graf Knickwitz? Ja, immer, lass doch vorher Prinzessin frei. Ich hab hierfür keine Zeit. Niemals! Die Prinzessin wird Vollendung der Prophezeiung benötigt. Sie wird nur Burg Knickwitz gebracht und dabei helfen, alle Welten zu zerstören. Zerstören von Graf Knickwitz. Alle Welten zerstören? Oh shit, seine Geheimwaffe funktioniert nicht. Hier. Schwarzes Loch. Dead. Mario. Dieser Mann ist der... jetzt habe ich seine Stimme vergessen, scheiße. Dieser Mann ist der für die Demütigung verdient. Ich finde ihn angesichts von Graf Knickwitz, das darf ich nicht geben. Stell vor, beruhigst du lässt die Prinzessin frei, denn sonst? Graf Knickwitz wird die Prinzessin nicht freilassen. Und auch nicht Bowser, König der Koopas, wird Graf Knickwitz mitnehmen. Knickety-knack! Ich mag den Kerl, er gefällt mir. Knickety-knack! Alles verläuft im Sinne der Graf Knickwitz! Jetzt fehlt nur noch der auftauchende Leere, so prophezeit wurde. Knickety-knack! Sing! Ja, ich bleib mal tot hier liegen. Ich hoffe, es stört niemanden. Mario! 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 Ach du Scheiße, ein LSD-Smetterling. Jetzt hab ich alles gesehen. Bist du wach? Mein Name ist Tippi. Ich bin ein Pixel, so eine Art Fee. Mario, ich war auf der Suche nach dir. Hä? Schon gut, ich bin dir ja wohlgesonnen. Du hast ja bereits Graf Knickwitz kennengelernt. Glaub mir, seine Stimme gehört so. Er hat die Prinzessin und den bösen König entführt, richtig? Yeah. Graf Knickwitz hat also schon damit begonnen, die Leere entstehen zu lassen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Ja, wenn deine Freunde gerettet werden sollen, musst du jetzt mit mir kommen. Alt entfernen. Lass uns aufbrechen. Alt entfernen. STRGC, STRGC. Stell mal echt vor, man müsste das hier in so, ne? Computersprache. Oh, oh shit. Oh, so schnell wieder da, Tippi. Ist das rotes Hemd, blaue Latzhose, riesen Schnauzbart. Look who's talking, asshole. Tippi, hast wirklich sehr gut gemacht.
Er passt perfekt auf die Beschreibung in Lichtenbruch. Sein Name ist Mario. Ich? Willkommen, Mario. Das ist hier Flipstadt. Es ist ein weiter Weg vom Pilzkönigreich in unsere Dimension. Ja, ist ja nur ein Dimensionssprung, also, ne, mach ich jeden Tag zur Arbeit. Allerdings ist Flipstadt keine Dimension, nein. Er liegt zwischen den Dimensionen. Ich bin Merlon, Nachfahre der Ältesten in dieser Stadt erschaffen habe. Ich studiere uralte Texte und versuche, Ende aller Welten zu verhindern. Ja, solche Hobbys habe ich auch. Weißt du, Briefmarken sammeln, EPs aufnehmen, Terroristen aufhalten, all sowas. Du möchtest am Ende der Welt aller erfahren? Was hier geschieht, fragst du? Hatte Tippi noch nichts gesagt? Und Mario, die Antwort schwebt über dir. Das schwarze Loch sieht nicht gesund aus. Siehst du, wie sich der Himmel immer im Dunkel zusammenzieht? Ein Loch in der Struktur des Raums. Ein seltsames Phänomen. Man nennt es auch schwarzes Loch, Dude. Im Moment ist es noch klein, aber es wird wachsen. Wie ein schwarzes Loch, Dude. Am Ende wird alles verschlingen. Alle Welten und alle Dimensionen. Genau wie ein schwarzes Loch. Diese Lehre wurde von Graf Knickwitz erschaffen. Besitzer der dunklen Prognostikons. Prognostikon, okay. Ich krieg's hin. Irgendwann. Eine zauberhafte Prinzessin, ein grimmiger Monsterkönig. Ihre Verbindung wird das dunkle Herz hervorbringen. Verschlinger der Welten. Und das dunkle Herz wird den Himmel zerreißen und die Leere bringen. The Void. Was Tippi gerade vorgetragen hat, stammt aus dem lichten Prognostikon. Weiter heißt es dort, die Leere wird alles verschlingen. Hat Leere so an sich. Nichts kann sie stoppen, nur der Fall des Schützlings der Dunkelheit. Der Dinkelheit! Der Held mit der Macht der 8 reinen Herzen kann dies bewerkstelligen, so heißt es. Yo, Digga, mach deinen Mantel wieder zu. Mach bitte deinen Mantel wieder zu. Dies ist ein reines der 8 Herzen. Du musst der Held sein, der das Richtprognostikon vorhergesagt hat. Nur du kannst Graf Knickwitz besiegen und das Ende aller Welten verhindern. Mario, nimm dies und bewahre die Welten. Nee. Boah, wie kannst du es weihen? Das Schicksal der Welt nicht davon haben. Du musst aber. Digga. Ach, von mir aus. Du bist AfD-Prophezeite, Held. Ich hatte recht. Ja, Mensch, gut, dass du recht hattest. Also, Mario, unser tapferer Held, nimm dies hier. Will ich wissen, wo du es aufbewahrt hast? Ich glaube nicht. Du hast absolut gar nichts getan. Das Reinherz wurde deiner Obhut übergeben. Mario, deine erste Aufgabe, dieses reine Herz. Du musst es in die Herzsäule einsetzen. Chippy bringt dich zu ihr. Wenn du es erledigt hast, komm zu mir zurück. Hier entlang. Und die andere Richtung, okay. Weep, weep, weep. Bitte drücken. Sorry, ich nehme eher den direkten Weg. Die Herzsäule. Mario platziert das reine Herz. Ja, ich mach's direkt, ne? Ich bin ein sehr direkter Mensch, müsst ihr wissen. Das ist einfach ein weißer Marmorblock. Haltet SpongeBob von dem Ding fern. Und Thaddäus auch. Du Whip. Josh. Sehr gut. Jetzt zurück zu Merlon. Ja, sorry, ich kann nicht fliegen, also, ne, you know. Scheiße, wo muss ich jetzt lang? Jetzt muss ich tatsächlich Aufzug fahren. Ich hasse Aufzüge. Ich werde mich auch in dieser Stadt sehr häufig verlaufen, das kann ich euch jetzt schon garantieren. Nur mal so, das muss ich euch jetzt schon mal sagen. Nur mal so. Oh, hallo, es ist mein Flipstadt. Wir haben viele Besucher. Könnte daran liegen, dass ihr eine komplett andere Dimension seid. Nur mal so.
Vielleicht soll ich diesen Block anstoßen, bevor du zu Merlon gehst. Okay. Safe State. Ja, ich will einfach nur hier speichern, bitte. Ich weiß, wie man das Spiel speichert. Aufzug. Jui. Zui. Hui. Hi. Bin wieder da. Oh, wollt ihr beiden ja wieder. Sieh nur eine Tür. Diese Dimensionstür soll den Helden zum nächsten reinen Herzen bringen. Irgendwo hinter dieser Tür liegt der nächste der übrigen 7 reinen Herzen. Tippi, du musst Mario helfen, das reine Herz zu finden. Natürlich. Und Mario, ich habe hier etwas, was deiner Reise von Nutzen sein wird. Pack bitte Rückzugsröhre, magische Röhre, die zurück nach Flipstadt führt. Will ich wissen, wo du diese... Nee, will ich nicht. Du willst es nicht. Ist so gut, lass es bleiben. Mit dir kannst du von überall im Universum nach Flipstadt zurückkehren. Verwende sie, wann immer du auf schnellsten Weg zurück musst. Einzusetzen wäre wichtige Items. Sambasu-Gebiet funktioniert sie nicht. Okay. Im lichten Prognostikcode steht, dass der Held einen Dimensionsweisen trifft. Von ihm wird er die Drehtechnik erlernen. Bin ziemlich sicher, dass er mit meinem Freund Sophtus gemeint ist. Sportakus? Geh durch die Tür und finde Sophtus. Nun dann los. Dann passiert heute im Part ja wenigstens noch was. Oh Mann. Nee, ich muss noch mehr vorlesen. Knickidi knack. Ein bisschen Dimensionsgefüge und unsere Lehre entsteht. Graf Knickwitz ist zufrieden. Er ist so wie im Dinkel in Prognostikon vorhergesagt. Nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Welten untergehen. Knickidi knack. Spitze Graf, zuerst erleben wir all diese nutzlosen Welten. Wir schaffen eine perfekte Welt ohne Krieg und ganzen Firlefanz, Mann. Ja, niemand mag nutzloses Zeug, ja. Eine perfekte Welt. Ist nicht magisch. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Sorry, zu spät. Was so weniger? Was ist denn los? Na, O'Clock verschlafen, was? Du großes Dummerchen. Nicht einfach pünktlich zu sein, wenn man anstelle eines Hirns nur Muskeln hat. Ey! Warum hör vor, warum noch nicht zu kommen? Zeig dich, Mimi! Nur bleib der Respekt, du kannst auch hier mit Gefahrgesichten rumhängen. Amüsant, Mimi. Fast so elegant wie Knarf Knickwitz. Oh, ich danke euch, Graf. Jetzt zaubert jedes Mal ein Lächeln über mein Gesicht. An der Seite des Grafen zu sein, ist, stelle ich mir die perfekte Welt vor. Herz. Ich dachte eigentlich, dein Traum ist ein Schwimmbecken voller Edelsteine und einer Mannschaft muskelbepackter Rettungsschwimmer. Dimension, was für ein Tagebuch geschnüffelt! Ich meine, egal. Nun, jedem Schergen sein Prell. Persierchen. Was? Was hast du für Probleme? Nach dem Ende der vorkommenden Welten werden eure Träume erfüllt. Von Graf Knickwitz! Aber zuvor müssen wir den Anweisungen des dunklen Prognostikons folgen. Übrigens, dieses Thema erinnert mich an wichtige Memo. Anscheinend gibt es kürzlich unerlaubte interdimensionale Aktivitäten. Es scheint sich um einen Helden zu handeln, der in der Prophezeiung erwähnt wird. Wir benötigen einen Plan, diesen Typen unschädlich zu machen. Ich empfehle Mini-Nukes. Ein Eindringling? Ist er wirklich der Held? Du bist so sicher, Anastasia? Interessant, interessant. Wir müssen den Ärgernis schnell in Teilen gebieten. Wir auf die Reihe kriege. Dieser Held ist nicht erwünscht. Ja, müsst ihr mir um das kümmern, ey. Gib ihm schön ein auf die Glocke. Also gut, O'Clock, kümmere dich darum. Aber enttäusch mich nicht. Enttäusche Graf Knickwitz nicht. Oh Gott, Graf Knickwitz. Immerhin fertig. Mimi, die Menschen kommt mit. Da gibt's Keile und ihr dürft nicht einsehen. Ja, Mann.
Meine Keilerei. Ah, ich sehe Mabel ganz gerne an. Nun denn, dann werde ich mich auch mal auf den Weg machen. Tschüss. Dieser Held wird also tatsächlich Graf Knickwitz trotzen. Er sollte sich beeilen, dann bald existieren seine Welten nicht mehr. Knickety-knack. Ja, ich weiß schon, ich bin übelst übertriebener Voice-Actor des Jahres, ne? Bin ich nicht und so. Und wieder mal, um die Welt zu retten. Kann der Graf Knickwitz und seinen dunklen Plan stoppen? Werden er und die Prinzessin Peach sich wiedersehen? Ein interdimensionales Abenteuer bricht an. Geile Scheiße. Das Abenteuer beginnt. So beginnt fast alles immer. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das ist übrigens... Ich finde, das ist mit das Geilste am ganzen Game, wie sich hier erstmal die Welt aufbaut. Just saying. Oh yeah, bitches. Ich kann das Reinheit spüren, aber es ist noch weit entfernt. Merle hat uns geraten, seinen Freund Sofkop zu finden und die dimensionale Technik zu erlernen. Wir sollten ihn schon nicht aufsuchen. Okay. Noch etwas. Wenn du Informationen über was Bestimmtes benötigst, verwende meine Kräfte und ich weiß über Dinge Bescheid. Richte einfach die Wii-Fernbedienung auf dem Bildschirm. Tippi würde den Bildschirm anvisieren, Punkt konzentrieren. Drücke A, sobald du was wissen willst. Ja. Das wird sich gut erweisen, weil ich habe meine Wiimote irgendwo... Ne, meine Wiimote ist nicht das Problem, es ist mehr die Sensorleiste, die irgendwo rumlungert. Oh, shit. Tippi, was ist das? KP1 angefallen. Stehen untersten Stufe der Lakaienleiter. Geht nicht, ich habe einen außerordentlichen Fähigkeiten. Aber auch Goombas und ihre Fans schwer glauben, ich weiß. Goomba! Dead. Hey, Stabi, regeneriere deine KP. Oh, geil. Und wir kriegen Punkte. Oh, ich finde das Spiel echt total schön. Ich hätte es schon viel früher mal LP'en sollen. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte schon viel früher an sich LP'en sollen, aber... Wie es immer so ist, man kommt nie dazu. Beziehungsweise man hat nie die Gelegenheit. Und jetzt... habe ich halt absolut die Lust dran gehabt auch. Und ihr offenbar ja auch. Es war nämlich ein ziemlich klares Ergebnis. Pilzmix. KP-Tragen der KP für Vergiftung heilt. Nice. Wap, wap, wap. Oh, ich freue mich auf dieses Projekt. Auch wenn ich genau weiß, es wird lang. Ich freue mich da trotzdem drauf. Ein Squiggly bewegt sich auf seinen vielen kleinen Beinen fort. Max KP in 2 angefallen, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel über ihn zu sagen. Sieben Gegner wird ganz aufgeregt und spricht auf oder ab. Dead. Oh, Geld, Geld, Geld. Ah ja, stimmt, das Geld kriegt man ja so. Da war ja was. Hi. Ich liebe den Stil von dem Ganzen hier, es ist so nice. Hä? Dieses Haus ist nicht leer. Irgendwas ist hier, ich kann es spüren. Ich kann dir aber helfen, versteckte Dinge zu finden. Verwende meine Kräfte. Use my power! Okay. Ach, guck mal. Eine versteckte Tür. Augenblick, ich mach sie sichtbar. Haha, eine Tür, lass uns eintreten. Lass sie uns eintreten, die Tür. Wir haben sie aber normal nur aufgemacht. Was up, dude? Huh? Wenn ihr mal verschnitten ist an seinem Bart, der da steht. Digga, was disst ihr alle mein Bart? Guck dein Gesicht mal an. Woher nimmt ihr die Dreistigkeit, hier einfach einzudringen, Mann? Du zarte Bärtchen, meine geheime Tür entdecken, Mann. Bleib da stehen, rotes Hemd. Aufgefallen, weiße Handschuhe, flotte Mütze. Aha, du trägst das Gewand des Helden der Prophezeiung, Mann. Du bist der Große. Oh, shit. Hey! Oder ein Heldendarsteller. Welche Aufmachung? Direkt auf den lichten Prognostikon gehüpft wärst. Es ist Mario. Er ist so gekleidet, weil er wahre Held ist. Merlon hat uns geraten, euch aufzusuchen. Merlon? Riesiger Bart kann sie mit seinen eigenen Glory messen. Es glaubt, dass du bist Wahrheit, glaube ich. Und dann, wer die Prophezeiung vorhersagte.
Ich Sporterkurs verlöte hiermit die Gabe und hab die Dimensionsdrehung, verwenden zu können, bla bla bla. Und ganz zu feiern einen Preis von nur 10.000 Münzen. Du verlangst eine Bezahlung für das Lernen des Helden der Prophezeiung. Das ist einfach unfassbar. Wieso denn? Selbst der große und herrliche Sporterkurs braucht irgendwie Drogen. Immerhin hat Ausgaben. Und warum soll man den Helden Welt auf ein Silbertablett servieren, Mensch? Diese Helden glauben, sie können stetig alles kostenlos bekommen, ey. Luppige 10.000 Münzen sind doch gar nichts für einen großen Helden. Was sagt ihr? Kommen wir ins Geschäft? Fuck you. So ist es also. Gut, gut. Wir werden mit den Münzen, die du im Moment besitzt, begnügen. Sind wir uns einig? Nein. Du lehnst ab? Oh Mann, also gut. Ich werde ausnahmsweise einmal auf meine Gebühren verzichten. Ich lehre dich kostenlos. Stimmst du jetzt zu? Nein, okay. Herr Vogel, lass uns die Lehrstunde beginnen. Femme die Flamme die Flum. Dagidi, dagidi dumm. Okay, das will mir was sagen, definitiv. Sibidi, sabidi, sum. Schabaum. Flibber, flibberi. So, ich wollte kurz aber die Fähigkeit verlieren, so die Dimension zu wechseln. Drücke einfach A, um zwischen 2D und 3D Ansichten zu wechseln. Nun, was sagst du, aber zieh einen Schuh aus, nicht wahr? Was ist A? Sollen wir vom Bewohner einer Dimension beobachtet werden? Diese Wesen würden es verstehen. Dir fehlen Bartlänge und Verstand dazu. Mit dieser Methode kannst du jedenfalls versteckte Wege und Items entdecken. Aber ach, du verwendest diese Fähigkeit zu lange, verlierst du KP. Verwende die Fähigkeit, um 3D an sich zu wechseln. 3D und 2D ist cool, ne? By the way, ein super cooles Feature. By the way, ich klau dir dein Zeug, ne? Ich hoffe, das ist das nichts dagegen. Na? Du fühlst in Gefahr, drück einfach auf, vielleicht rettest du es dich. Vorsicht, mach's KP. Ja, das sind ganz neue Möglichkeiten, Mann. Bin ja schon weg, Typ. Hast du hier noch was? Aha. Horten wir also. Dankeschön. Das ist ein Schmoggo, ey. Scheiß Hippie. Aha. Oh, shit. Kuppelkapseln, kleine Versionen deiner selbst, werden dir folgen. Füge dir berührende Schaden zu. Also es sind im Grunde selbst erschaffte Accounts. Okay. Oh, das ist cool. Ich freue mich so auf dieses Projekt. So verliere ich meine Kumpel schon jetzt. Fängt ja super an. Moment mal, jetzt sind hier zwei Pipes. Okay, ich kann da eh nicht runter. Sehr schön. Fast jeder ist tot. Und der eine weiß nicht, was er tun soll. Besiege Gegner, um möglichst viele Punkte zu erkämpfen. Hast du genügend Punkte, steigst du Level, deine KP und deine Angriffskraft. Drücke Plus, um sehen zu, wie viele Punkte in dem nächsten Level fehlen. Ach, da. Das geht ja noch. Ihr werdet alle sterben, ich sehe es ja kommen. Ich habe nur noch einen Kollegen übrig. Eine Goomba-Karte. Mit einer Gegnerkarte erhöht sich der Schaden, den du den Gegner hinzufügst. Je mehr Karten, desto besser deine Angriffskraft lässt du also enorm steigern. Geile Scheiße. Komm her. Nein! Get over here. Oh, der Letzte ist auch tot. Ich wurde noch nicht einmal getroffen, Spiel. Hältst du mich für so inkompetent? Boing. Au. Zack. Und. Na komm, komm doch her jetzt. Das habe ich befürchtet, dass hier mir hin und wieder das Signal abkackt. Ich hoffe, das ist nicht allzu tragisch. Zack. Auf jeden Fall, das war's für heute von Paper Super Paper Mario. Bis zum nächsten Mal. So, Leute.